Guten Morgen und willkommen zur zweiten Vorlesung zur Quantentheorie. Heute beschäftigen wir uns mit Pfadintegralen und Elementaramplituden. Wir hatten das letzte Mal gesehen, dass der Begriff oder das Objekt von Wahrscheinlichkeit und Wahrscheinlichkeitsverteilungen gerade nicht subtil genug ist, um die Phänomene zu fassen, die wir in unserem kritischen Experiment, dem Doppelspaltexperiment sehen, sondern dass wir das Konzept der Wahrscheinlichkeiten etwas verfeinern müssen zu Wahrscheinlichkeitsamplituden. Das sind dann komplexwertige Größen. Und dass wir dann zwar danach, nachdem wir diese Wahrscheinlichkeitsamplitude irgendwie berechnet haben, und das hatte ich auf heute verschoben, das löse ich heute natürlich auch ein, dass wir, nachdem wir die Wahrscheinlichkeitsamplitude, diese komplexe Zahl berechnet haben, sehr wohl Wahrscheinlichkeiten extrahieren können durch absolut Betragsquadrat. Das ist richtig. Aber wenn wir zu früh das absolut Betragsquadrat nehmen, also aus der Amplitude durch dieses Betragsquadrieren wertvolle Information löschen, dann gibt es Situationen, in denen wir zu viel Information verloren haben. Und diese Situationen, die nannten wir interferierende Alternativen. Wenn das quantenmechanische System mehrere Möglichkeiten hat, sich zu entwickeln, und wir diese Möglichkeiten aber nicht etwa durch einen Detektor überprüfen, welche Möglichkeit das Quantensystem jetzt wahrgenommen hat, sondern wenn wir das offen lassen, wenn wir da keine Information messtechnisch drüber erheben, dann haben wir eine solche interferierende Alternative. Und da müssen wir, hatten wir letztes Mal gesehen, erst die Amplituden kombinieren per Summe und dann erst ganz am Schluss das Absolutbetragsquadrat bilden. Während wenn wir hatten das die Lochkontrolle genannt, kleine Lichtschranken positionieren an den Löchern, beispielsweise im Doppelspaltexperiment, da müssen wir dann, wenn wir detektieren, wo das Teilchen durchging in dem Fall, dann wird gleich das Absolutbetragsquadrat und wird gleich die Wahrscheinlichkeit extrahiert. Und dieser Unterschied in der Berechnung der Wahrscheinlichkeit, das ist der Punkt, die Wahrscheinlichkeiten werden anders berechnet in der Quantenmechanik, diese Unterscheidung ist eben sehr, sehr wichtig und man muss das von Fall zu Fall analysieren, welcher Fall nun tatsächlich vorliegt. Das war das, was wir letztes Mal gemacht hatten. Und heute wird die Vorlesung darin kulminieren, dass wir herausfinden, wie wir diese elementaren Wahrscheinlichkeitsamplituden für die verschiedenen Möglichkeiten, wie wir die genau berechnen. Und das erfolgt in Form eines sogenannten Pfadintegrals, aber dann vor allem in einem Postulat letztlich, wie diese Elementaramplitude aussieht. Und weil das Kontakt macht zur klassischen Physik, aber dann ein Quantenobjekt erzeugt, nämlich die Wahrscheinlichkeitsamplitude, nennt man das auch die Quantisierung aller Pfadintegralen. Es gibt andere Quantisierungen, kanonische Quantisierung zum Beispiel oder Deformationsquantisierung. Das sind alles Wege, wie Sie von der klassischen Beschreibung eines Systems zur quantenmechanischen Beschreibung des Systems kommen. Dazu später mehr. Wir naturgemäß aufgrund unseres Ansatzpunktes machen zunächst die Pfadintegralquantisierung. Wie gesagt, später dazu mehr. Gut, also beschäftigen wir uns im ersten Abschnitt mit dem sogenannten Pfadintegral. Und dazu betrachten wir nochmal ganz kurz, was wir letztes Mal uns als Ausgangsexperiment genommen hatten, nämlich dieses Doppelspaltexperiment mit der Elektronenkanone oder einer Teilchenkanone allgemein, dem Doppelspalt und einem Detektorschirm. Und letztes Mal hatte ich aus Gründen der Transparenz des Arguments, das ich machen wollte, eine leichte Vereinfachung gewählt. Die habe ich Ihnen untergejubelt, aber die werden wir jetzt ausmerzen, werden das jetzt ein bisschen besser machen. Also aus Gründen der Transparenz des Wesentlichen, der Transparenz der Argumentation, hatten wir letztes Mal die etwas vereinfachte Sichtweise benutzt,
oder Sichtweise angenommen, dass ein von der Kanone K, na, das war hier vorne dieses Objekt hier, na, von der Kanone K, ausgesandtes Teilchen nur zwei Möglichkeiten hat, zum Schirm zu gelangen. Und nämlich die beiden Möglichkeiten, die wir gesagt hatten, war, naja, es kann durch das obere oder das untere Loch gehen. Und für jede dieser beiden Möglichkeiten hatten wir uns angeschaut, gibt es eine Amplitude. Ich hatte zwar noch verschoben, wie man diese Amplitude berechnet, aber die Grundidee war, es gibt für jede dieser Möglichkeiten eine Amplitude. Ohne Lochkontrolle werden erst die Amplituden addiert und dann absolut betragsquadriert. Mit Lochkontrolle werden die einzelnen Amplituden erst betragsquadriert, um die Wahrscheinlichkeiten zu bekommen, und dann die Wahrscheinlichkeiten addiert, richtig? Das war sehr gut als Betrachtung dafür, was da die prinzipielle Idee ist. Bloß ist es doch so, dass dieses Teilchen hier ja ganz, ganz viele Möglichkeiten hat, auch durch das obere Loch zu gehen. Es ist ja gar keine einzelne Möglichkeit, durchs obere Loch zu gehen. Das Teilchen kann ja auch auf diese Art und Weise hier durchs obere Loch gehen. Richtig? Aber vielleicht sollte ich den gleichen Endpunkt hier wählen. Ja. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, dorthin zu kommen. Also im Prinzip hätte ich das letzte Mal das Experiment so malen müssen. Hier ist die Kanone. Hier ist der Doppelspalt. Und hier ist der Detektorschirm. Ja, also ich hätte jetzt quasi zwischendrin diese Möglichkeit, also jetzt, wenn ich das ganz zusammenschiebe, hätte ich wirklich nur die Möglichkeit, das Teilchen kann von hier nach dort und dann irgendwo auf den Schirm oder von hier nach dort und dann irgendwo auf den Schirm, dann hätte ich tatsächlich zwischendrin nur zwei Möglichkeiten. Und streng genommen ist unser Argument vom letzten Mal, dass es für die zwei Möglichkeiten jeweils eine Amplitude gibt und dass das dann die elementaren Amplituden sind, aus denen ich je nach Situation mit oder ohne Lochkontrolle alles ausrechnen kann. Das trifft eigentlich nur auf diesen Fall zu. Jetzt ist das natürlich ein absurder Fall. In Wirklichkeit wird es immer so aussehen, egal wie weit das da ist. Es wird nicht Null Abstand sein. Und deswegen müssen wir uns jetzt damit beschäftigen, was jetzt mit diesen ganzen Wegen zwischendrin ist. Und wir müssen letztlich, so wie wir hier gesagt haben, naja klar, zwei Möglichkeiten. Ja, wie viele Wege gibt es denn hier zwischen hier und hier zum Beispiel? Natürlich unendlich viele. Sie können unendlich viele Wege dort einzeichnen. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie wir das unter Kontrolle kriegen. Denn die Idee von letztem Mal, die ist ja schon richtig, sonst hätte ich die nicht so erläutert. Alle Möglichkeiten, die es gibt, zum Beispiel von hier nach hier zu kommen, da werden wir für jeden Weg eine Amplitude hinschreiben und für den anderen Weg eine andere Amplitude. Und wenn wir zwischendrin nicht nachschauen durch einen Detektor, ja, wo kam denn das Teilchen jetzt tatsächlich vorbei? Das ist dann keine Lochkontrolle, sondern irgendwie eine Ortskontrolle, ja. Wenn wir das nicht tun, dann sind natürlich all diese verschiedenen Möglichkeiten, einen Weg zu wählen, interferierende Alternativen, richtig? Denn interferierende Alternativen waren die, bei denen ich gar keine Daten habe, die mir sagen könnten, welche genommen wurde, richtig? Es ändert sich massiv, wenn Sie jetzt anfangen, hier jemanden hinzustellen und zu sagen, ich stelle hier eine kleine Lichtschranke auf und da wollen wir doch mal sehen, ob das Teilchen hier vorbeigekommen ist. Das wird schwieriger, denn dann ist genau an dieser Stelle, zwar nicht an der und nicht an der, da könnte noch mal so oder so sein, aber an dieser Stelle, da ändern sich die Regeln, da können Sie jetzt zwar wieder die Amplituden berechnen, aber Sie wissen, um dann aus den Amplituden die Wahrscheinlichkeiten zu bekommen, müssen Sie erst bei diesem Fall des Guckens, erst absolut quadrieren und dann addieren und so weiter, richtig? Ja. Also eigentlich ist das ja eine ganz schöne Sache mit dieser Unterscheidung, weil in der Quantenmechanik immer diese Fragen aufkommen, aber was ist denn, wenn jetzt einer gucken würde und da hat er jetzt nicht geguckt? Das ist genau diese Frage. Ja. Aber was wir machen wollen, wir wollen zunächst mal
solche Bereiche betrachten, wo wir keine Informationen darüber erheben. Wir nennen das mal hier die Zwischenräume. Also hier ein bisschen schlecht gemalt. Also hier haben wir den Zwischenraum Z1 und da den Zwischenraum Z2. Und wir betrachten nun die Möglichkeiten, was in diesen Zwischenräumen passieren kann. Also wir notieren in den Zwischenräumen Z1 und Z2 kann das System oder kann das Teilchen, ja, es ist ein bisschen umgangssprachlich formuliert, aber Sie wissen, was ich meine, kann das Teilchen zwischen unendlich vielen Möglichkeiten, die wir durchaus als verschiedene Wege verstehen können, wählen. Unternimmt man keinen Versuch, oder unternimmt man keine Messung, die Information über den Weg, über die realisierte, die vom Teilchen genommene, Möglichkeit und den Satz, die vom Teilchen genommene, da mache ich gleich mal ein Sternchen dran, keine Messung, die Information über die vom Teilchen genommene Möglichkeit erhebt, so sind das natürlich gemäß unserer Charakterisierung vom letzten Mal interferierende Alternativen. Und diesen Fall schauen wir uns mal kurz an. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, so Bereiche anzugucken, wo wir keine Messung machen, denn selbst wenn wir Messungen im Labor machen, haben wir ja nur irgendwie endlich viele Messgeräte. Das heißt, in den meisten Bereichen wird immer keine Messung stattfinden. Okay? Also muss man sich das vor allem mal anschauen. Das ist genau das. Dieses Sternchen, vom Teilchen genommene Möglichkeit. Also es ist wirklich hier ein Kaviat, ja? Also man hüte sich davor. Dieses Wort genommen, die Möglichkeit wurde genommen oder realisiert oder das ist das, was das Teilchen tatsächlich getan hat. Es tut das quasi nur dann in unserer Philosophie, wenn wir es gemessen haben, dass es das tut. Sie erinnern sich, letztes Mal mit der Lochkontrolle war die Frage, ja, durch welches Loch geht denn das Teilchen? Und sobald ich diese Frage durch eine Messung zu einer Antwort bringen will, in dem Moment verschwindet das Interferenzmuster. Ja, das heißt, das ist jetzt hier nur umgangssprachlich, damit man sich das so ein bisschen merken kann, diese ganze Philosophie. Man muss extrem vorsichtig sein, jetzt diese genommene Möglichkeit nicht zu interpretieren, als was das Teilchen nun tatsächlich tut. Denn ich habe ja gerade nicht gemessen. Und gerade wenn ich nicht gemessen habe, darf ich eigentlich gar nicht davon sprechen, was das Teilchen wirklich tut. Ja? Also es wird hier, man könnte das als philosophischen Punkt abtun, ob irgendetwas wo ist oder vorbeigekommen ist, ob man geguckt hat oder nicht. Sie kennen diese Quants, ja, wie ist das irgendwie, was ist das Geräusch einer fallenden Palme auf einer einsamen Insel oder so, wenn es keiner hört. Ja. Aber in der Quantenmechanik ist es tatsächlich ganz elementar, wenn Sie es messen, verändern Sie oder verlieren Sie die Interferenz, kriegen Sie ein anderes Ergebnis. Ja. Es ist also nicht nur ein philosophischer Punkt, sondern es ist ein messbarer Punkt, eine messbare Problematik. Ne? Also genommen impliziert hier in Klammern wegen der interferierenden Alternative eben nicht dass diese Kurve oder dieser Weg ausgezeichnet ist. Oder kurz gesagt, es ist unsinnig zu sagen, wenn ich nicht gemessen habe,
dann hat das Teilchen schon irgendeinen dieser Wege genommen. Nein, 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 nein. Das sind nicht die Regeln des Spiels. Okay. So, und jetzt versuchen wir aber mal zu quantifizieren oder zu fassen. Ja? Fassen wir nun die verschiedenen Möglichkeiten, die das Quantensystem nennen kann, im Zwischenraum Z1 etwas präziser. Und das ist der erste Schritt zur Definition des Pfadintegrals. Und ich möchte das mal, also wir betrachten jetzt wirklich nur hier diesen Übergang hier von der Kanone bis zu einem Punkt des Doppelspalts. Also jetzt irgendwie hier mit diesem Anfangspunkt und diesem Endpunkt. Wie man dann von dort nachher nochmal weiterkommt, das diskutieren wir dann. Wir betrachten jetzt erstmal diesen Bereich Z1 und alle möglichen Wege darin. Und Sie sehen, diese Wege haben die Eigenschaft, sie können vorwärts laufen, also vorwärts im Sinne von nach rechts laufen, aber auch wieder zurückkommen, irgendwelche Pirouetten schlagen und dann wieder weiterlaufen. Ganz natürlich, das ist halt ein Weg. Ich kann ja auch vorwärts und rückwärts gehen, wie ich lustig bin. Das darf man allerdings nicht vergessen. Also es ist nicht so, dass der Weg sich immer so schön nach rechts entwickelt. Das kann genau so aussehen. Und es stellt sich schon raus, genau wie in der klassischen Mechanik, das ist zwar ein schönes Ortsdiagramm und ich muss mir eigentlich auch merken, wann ich wo bin. Ich könnte nämlich zum Beispiel diesen Weg hier durchlaufen und sagen, nach einer Sekunde bin ich hier. Nach 2 Sekunden hier, nach 3 Sekunden hier, nach 4 dort, nach 5 dort und nach 6 bin ich da hinten, dann wäre das ein Weg mit konstantem Geschwindigkeitsbetrag, richtig? Aber es gibt auch den gleichen Weg als Punktmenge, der ganz anders durchlaufen wird. Ich kann hier erst langsam anfangen, 1 Sekunde, 2 Sekunden, 3 Sekunden, 4 Sekunden, 5 Sekunden. Also ich beschleunige. Ja, also diese Striche sagen jetzt, wann bin ich dort? Und es sollen jetzt äquidistante Zeitintervalle sein. Ich kann natürlich von hier nach da hinten gleichförmig laufen. Fertig. Oder ich kann natürlich von hier nach hinten erst langsam losgehen und dann wirklich beschleunigen. Das kann ich natürlich tun. Und das ist die gleiche Punktmenge. Na, wenn ich das einfach als Weg hinmale, so wie da oben, dann sieht es toll aus. Aber da fehlt eine wesentliche Information, nämlich wann bin ich wo? Nicht nur, wo komme ich überall vorbei, sondern wann komme ich wo vorbei. Und das sind verschiedene Möglichkeiten. Also nicht nur die Punktmengen, die ich durchlaufe, sondern ich habe auch die verschiedene Möglichkeit, gleichförmig durchzulaufen oder erst schnell, dann langsam, dann wieder schnell. Das sind alles verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, die Wege sind nicht die Punktmengen, sondern sind die entsprechend parametrisierten Punktmengen. Klar? Also da oben dieser rote Weg von K zum oberen Spalt, das sind schon ganz viele Möglichkeiten, obwohl es nur nach einer aussieht. Klar? Und wie fassen wir das? Wie fassen wir geometrisch verschiedene Möglichkeiten eines Bewegungsprofils entlang der gleichen Orte? Ja, nicht in einem Raumdiagramm, sondern in einem? Welchen Raum muss ich wählen, um das aufzulösen, um nicht verschiedene Möglichkeiten da schnell durchzulaufen mit der gleichen Punktmenge zu beschreiben? Raumzeit, ja, in einem Raumzeitdiagramm, mit einem Ortszeit-Raumzeitdiagramm können wir das machen. Also wenn ich jetzt dieses Experiment da oben oder diesen Teil hier, ich schraffiere den mal, ja, wenn ich diesen Teil da flach lege, ja, hier nach hinten, so irgendwie. Und ich habe hier die Kanone und da den oberen Spalt, da unten ist auch noch einer, da gehe ich jetzt gerade nicht hin, dann setze ich da einfach eine Zeitachse hier an, okay, und dann habe ich quasi wieder denselben Versuchsaufbau, müssen wir irgendwie besser malen hier, dann habe ich hier den gleichen Versuchsaufbau nochmal zu einem späteren Zeitpunkt, also das da ist von mir aus zum Zeitpunkt T0 und das da ist zum Zeitpunkt T Ende, ja, oder T1, warum T Ende, T1. Und ich kann zwar hier diese Kurve da unten einmalen, ich mache das mal gepunktet, ja, die sieht irgendwie so aus, aber da muss ich sagen, wann bin ich wo. Und wenn ich sage, ich bin nach einer Sekunde hier,
und nach 2 Sekunden dort, ja, dann kann ich diese Information auflösen. Das muss ich irgendwie gucken, dass ich das hinkriege. Ja, schwierig zu malen, zu so einer Raumzeitkurve. Die Idee ist, dass die Projektion dieser Kurve in den Raum genau die Punkte hier, naja, gut, Sie sehen schon, es ist mäßig, das Bild, aber genau diese Punkte unten gibt. Sie haben einfach Ihre Kenntnis, wann bin ich wo, aufgelöst in eine extra Zeitdimension. Und Sie könnten auch anders sagen, wenn Sie von diesem Teilchen hier ein Video machen, aber kein Video, sondern so einen alten Film, wo ganz viele Einzelbilder gemacht werden, klick, 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 und dann nehmen Sie die und schneiden die auseinander und legen dann in der Reihenfolge, stapeln Sie die aufeinander und das sind genau die Schnitte, und jetzt habe ich hier immer diese Kurve, durchschneidet immer eine dieser parallelen Bilderebenen an einem Punkt und das ist, wo das Bild ist, ja. Also ich habe einfach nur die Information, wann bin ich wo, aufgelöst in eine Raumzeitkurve. Die gelbe Kurve enthält als reine Punktmenge all die Information, die da unten die orangene Kurve enthält, nicht als Punktmenge, sondern als parametrisierte Kurve. Es ist einfach geschickt, das einfach in eine Punktmenge aufzulösen, denn über Punktmengen kann ich integrieren, und über parametrisierte Kurven nicht so gut, okay? Also der alte Trick aus der Schule, Ortszeitdiagramm des harmonischen Oszillators ist halt ein Sinus. Ja? Und das Ortsdiagramm des harmonischen Oszillators, ja, in einer Dimension, das Ortsdiagramm ist das hier. Und Sie müssen mir immer, ich muss immer wissen, wann ich wo bin. Aber das Raumzeit aufgelöste Ortsdiagramm des harmonischen Oszillators, das sieht halt so aus, wenn ich nach hier oben die Zeit lege. Richtig? Es ist einfach geschickt, diese Information aufzulösen. Es ist ist nichts passiert. Es ist lediglich die gleiche Information rein durch eine Punktmenge repräsentiert. Okay? Und genau das wollen wir auch machen, damit wir wirklich die verschiedenen Möglichkeiten, hier verschieden schnell durchzulaufen, durch verschiedene Kurven realisieren. Also zum Beispiel eine Kurve, wo ich jetzt hier am Anfang im Vergleich zu dieser orangen Kurve zwar die gleiche Punktmenge durchlaufe, aber am Anfang schneller bin und am Schluss langsamer, die würde vielleicht irgendwie, naja, irgendwie so aussehen, ja. Es wäre eine andere Punktmenge, am Anfang langsamer, ne, weil wenn ich hier jetzt in der Zeit hochlaufe, bin ich bei der grünen Kurve erst zu späterer Zeit, ne, höher zu späterer Zeit, so weit, wo ich bei der gelben Kurve schon zu früherer Zeit war, also bin ich langsamer. Damit können Sie ja mal spielen, das ist eigentlich ganz, ganz offensichtlich. Und die Idee ist, hier unten im Raum wären es die gleichen Punktmengen, aber als Raumzeitdiagramm sind es verschiedene Punktmengen, was aber auch verschiedenen Möglichkeiten entspricht. Denn wie ich eine Kurve durchlaufe, ist eben auch eine Möglichkeit, die sich von einer anderen Möglichkeit, nämlich die Kurve anders zu durchlaufen, unterscheidet. Okay? Also schon wieder auch hier in der Quantenmechanik, obwohl wir nicht relativistische Quantenmechanik machen, die Raumzeit wie in der klassischen Mechanik, ist ein sehr, sehr nützliches Objekt. Das hat nicht nur in der Relativitätstheorie was zu suchen, das hat als Struktur, um unsere Daten aufzuzeichnen, auch in der klassischen Physik, also in der nicht-relativistischen Physik, sowohl klassisch als auch hier jetzt in der Quantenmechanik, seinen Platz. Und das wollen wir dann einfach nutzen. Also zur Vereinfachung. Aber das ist keine wesentliche Vereinfachung, das können Sie sofort wieder verallgemeinern auf höhere Dimensionen. Betrachten wir eine Raumdimension. Nur eine Raumdimension. Ist jetzt natürlich ein bisschen lustig mit dem Doppelspalt, denn wir brauchen auf jeden Fall die Raumdimension, in der es dann zum Schirm geht. Aber der Doppelspalt ist ja gerade deswegen interessant, weil er in der anderen Richtung die verschiedenen Möglichkeiten gibt. Aber wir interessieren uns im Moment gerade nicht so für den Doppelspalt, sondern für den Bereich zwischen den beiden. Ja? Und da laufen wir jetzt erstmal nur in X-Richtung. Ja? Also das Bild sieht so aus. Hier ist die Kanone. Und jetzt gibt es hier irgendwie einen Weg bis zu dem entsprechenden Loch. Aber ich gucke mir jetzt quasi nur die X-Achse an. Also ja,
Also das ist dann das Loch 1, das obere Loch. Und ich gucke mir nur die X-Komponente an. Das ist jetzt meine Welt, wo das Teilchen sich bewegen kann. Und nochmal, wenn wir jetzt rein über einen Raum reden, dann könnte das Teilchen langsam loslaufen, tschack, schneller werden. Das heißt, bei Sekunde 2 ist es dort. Wieder langsamer werden, tatsächlich sogar umdrehen. Und dann wieder schneller werden und ganz schnell nach da hinten laufen. Das ist eine von ganz, ganz vielen Möglichkeiten, von K zum ersten Loch zu kommen in der X-Richtung. Richtig? Und Sie sehen schon, um es anschaulich zu machen, habe ich hier quasi schon ein Raumzeitdiagramm gemalt. Ich habe das hier so übereinander gewickelt, aber eigentlich habe ich ja hier schon die Zeit aufgetragen. Ne? Zu späterer Zeit ist es ein bisschen tiefer. Okay, aber das soll noch das reine Raumbild sein. Sie können auch irgendwie x-mal hin und her laufen und dann dorthin und dann kurz vorher nochmal ganz zurück und dann nochmal dahin. Aber Sie sehen schon, das wird unübersichtlich und deswegen verwandeln wir genau die gleiche Information in ein Raumzeitdiagramm. Da haben Sie hier L1 und da K und von mir aus heißt es dann die X-Achse. Und jetzt heften Sie hier noch eine Zeitachse neu an. Das ist ja die Idee, dass wir jetzt hier das zu einer Zeitachse machen. Und dann kann ich zum Beispiel diesen ersten orangenen Weg hier, wie war das? Es geht erst langsam los, das heißt, es vergeht viel Zeit bei wenig Weggewinn. Dann wird es irgendwie schneller, bis es irgendwo nochmal stoppt. Das wäre dann irgendwie hier, wo dieser Umkehrpunkt erreicht ist. Es stoppt hier, wenn ich jetzt weiter stoppen würde, würde es einfach so weitergehen. Zeit vergeht ohne Raumgewinn. Aber tatsächlich ist es so, dass es dann in die Gegenrichtung sich bewegt. Ja? Dass sie dann irgendwie sie gehen sogar zurück im Ort. Ich male es jetzt ziemlich schlecht. Also sie kommen hier hin, das ist ja eher hier diese Richtung. Dann geht es zurück im Ort, das ist wieder die. Und dann geht es aber in der Zeit natürlich immer weiter. Und schließlich geht es dann sehr schnell, bin ich aus dem Bild rausgegangen, geht sehr schnell zu diesem Punkt. Also so ungefähr, das haben sich die Bilder dummerweise überlappt, also sehen, das ist alles sehr imperfekt hier. Aber das ist quasi die Auflösung der orangen Kurve. Naja gut, und die grüne Kurve ist das, was habe ich gesagt, Sie gehen da irgendwie los, dann gehen Sie dann hin und her, wiggle, wiggle, wiggle und dann sind Sie auch da hinten. Naja, die könnte ja irgendwie insgesamt schneller laufen, das könnte irgendwie so aussehen. Ja. Sowas in der Art. Und Sie sehen diese beiden verschiedenen Möglichkeiten. Im Raum wären das die gleichen Punktmengen, aber die sind in der Raumzeit eben verschiedene Möglichkeiten. Das ist alles. Also man kann bestimmt schönere Bilder malen, denken Sie sich eins aus. So, und jetzt ist immer noch die Frage, ja gut, aber wie zähle ich denn jetzt diese Wege ab? Und wir sehen schon, es gibt natürlich überabzählbar unendlich viele Wege. Wir haben keine Chance, diesen Wegen eine ganzzahlige Nummer zu geben. Das ist der erste Weg, das ist der zweite Weg, das ist der dritte Weg. Es werden überabzählbar unendlich viele Wege sein. Und das werden wir auch nicht ändern und das wollen wir auch gar nicht ändern. Das ist sogar sehr praktisch, dass es überabzählbar unendlich viele sind. Was wir allerdings tun wollen, um die Situation unter Kontrolle zu bekommen und tun müssen, ist, wir müssen für eine kurze Weile die Zeit diskretisieren. Wir werden jetzt also nicht annehmen, dass die Zeit kontinuierlich abläuft, sondern nur in diskreten Schritten. Dann sagen Sie, Moment, und was sollen da die Schritte sein physikalisch? Sage ich, nee, das machen wir nur kurzweilig und dann nehmen wir immer mehr in eine immer feinere Unterteilung, wie bei einem Riemann-Integral. Da sagen Sie auch, Sie wollen eine Funktion integrieren. Aber der Punkt ist, es ist nicht im Raum die Diskretisierung. Das wollen wir nicht. Das gibt nämlich nachher schöne Integrale statt Summen. Wenn wir den Raum auch diskretisieren würden, bekämen wir Summen. Summen sind hässlich. Das haben Sie bestimmt mal gemacht, irgendwelche Reihen ausrechnen, so ganz, ganz hässlich. Aber Integrale ist super. Ja? Das heißt, wir schießen hier nicht über das Ziel hinaus. Ich formuliere einfach mal, um die Situation unter Kontrolle zu bekommen, Situation mit all diesen Kurven, unter Kontrolle zu bekommen, diskretisieren wir die Zeit.
Und wir treffen dabei eine Wahl, aber selbstverständlich ist das nur eine Wahl, die wir jetzt aus Einfachheit wählen, und selbstverständlich darf von dieser Wahl nachher nichts abhängen. Wahl, wir machen eine äquidistante oder äquitemporale oder wie auch immer, schreiben wir das mal zum Spaß, eine äquitemporale Diskretisierung. Sie können ja auch beim Riemann-Integral, können Sie quasi in lauter gleiche, sind das Rechtecke, Rechteckbreiten, die nur verschiedene Höhen haben, unterteilen. Sie können aber auch sagen, das ist mir ein bisschen zu billig, ich will sowas wie, heißt das, Riemann-Stieltjes oder so, ich will irgendwie verschiedene Breiten zulassen. Solange Sie am Schluss dann den Grenzwert bilden, dass die beliebig klein werden alle, auch wenn die unterschiedlich verschieden klein werden, muss ja das Gleiche rauskommen. Ja? Also die Idee des Integrals, wie man, also jetzt bin ich nochmal beim Standardintegral, beim Riemann-Integral oder Riemann-Stieltjes, die hängt von sowas nicht ab, oder zumindest mal wollen wir die so formulieren, dass sie nicht davon abhängt. Vielleicht gibt es auch bessere Möglichkeiten, das hier zu tun, das Fahrtintegral zu definieren. Aber tatsächlich ist es so, dass das eins der großen offenen Probleme der theoretischen Physik ist, wie man eine allgemeine, nicht nur für spezielle Fälle, wir werden sehen, das funktioniert in speziellen Fällen und eigentlich in allen speziellen Fällen, die man wollen, aber man hat das Gefühl, man hat nicht so eine richtig allgemeine Methode, nachher hier die entsprechenden Fahrtintegrale zu bilden. Ich schicke es an der Stelle vorweg. Und das hat mit solchen Wahlen zu tun. Aber das, und da könnte man sagen, ja, Moment, das ist ja ganz komisch. Also, wenn man es ganz böse sagt, ist das Fahrtintegral ist gar kein wohldefiniertes mathematisches Objekt. Also zumindest nicht das für die Quantenmechanik, das für Brownsche Bewegung, das ist ganz ähnlich, aber ohne komplexe Zahlen, das geht. Das ist dann das Integral mit dem Wiener Maß, blub, blub, blub. Was ich hier sagen möchte, ist das Folgende. Es ist so ein bisschen wie bei Riemann-Integralen und Lebesgue-Integralen. Wissen Sie, was ein Lebesgue-Integral ist? Schon mal gehört? Ja. Die Idee des Integrals ist immer die gleiche. Es geht um die Fläche unter der Kurve. Aber es gibt bestimmte Funktionen, die sind nicht Riemann-integrierbar. Da funktioniert diese Obersummen-Untersummen-Diskretisierungsmethode, die schlägt da irgendwie fehl. Zum Beispiel für eine Funktion, die so unstetig ist, dass sie bei allen irrationalen Zahlen auf der 1 ist und bei allen rationalen auf der 0 oder umgekehrt, ja, so eine Indikatorfunktion, die ist nicht Riemann integrierbar, weil das so häufig springt, dass sie da nie diesen Grenzwertprozess hinkriegen. Und Sie können jetzt aber fragen, was ist die Fläche unter einer so stark unstetigen Funktion? Ja, mit dem Riemann-Integral, das konvergiert einfach nicht. Ja. Aber das Lebesgue-Integral, das fasst diesen Fall auch noch. Ja? Und so ungefähr könnte es sein, und das ist wirklich eine große Forschungsaufgabe, das hat noch keiner gelöst, so ungefähr könnte es sein für das Fahrtintegral, so wie wir das jetzt machen, ist so eine Art Riemann-Fahrtintegral, also in Analogie, wir kommen nachher noch zu den Integralen, ja, also diese Diskretisierung, aber vielleicht braucht man so eine Art Lebesgue-Fahrtintegral. Ja? Ich schicke das nur voraus, um Ihnen nicht den Eindruck zu erwecken, das ist ja alles glasklar und es geht alles. Was wir machen, ist glasklar, aber die ganz allgemeine Methode, die gibt es so noch nicht. Okay? Aber das stört uns überhaupt nicht als Physiker, denn wir extrahieren trotzdem das, was wir wollen. Ja, das ist natürlich auch die Kunst. Okay. Gut, also nach diesen einschränkenden Bemerkungen, ich habe auch weit vorgegriffen, ich habe immer von Integralen gesprochen. Sie sehen schon, es kommt eine Diskretisierung, das hat alles damit zu tun. Also wir diskretisieren jetzt auf jeden Fall mal die Zeit. Das heißt, wir wollen dieses Bild nochmal neu malen. Jetzt, was war das? Zeitachse war gelb, warum auch immer. T. Ja. So, jetzt haben wir hier unsere Orte. Wir wollen irgendwie von hier nach da hinten. Und was ich auch noch sagen muss, Sie sehen hier, leider haben sich diese Bilder überlappt, dieser grüne Weg, der hat insgesamt auch weniger lang gebraucht von der Kanone zum Loch, als dieser orangene Weg, der hat insgesamt länger gebraucht. Und es wird sich herausstellen, dass es ganz geschickt ist, wenn wir verschiedene Alternativen betrachten, dass wir immer Alternativen betrachten, die gleich lange brauchen. Natürlich gibt es auch die anderen Möglichkeiten, dass es länger braucht, aber wir betrachten gleichzeitig immer die, die gleich lang brauchen. Irgendwie müssen wir das ja unterscheiden und fassen und klassifizieren. Also wir betrachten jetzt immer Kurven, die zu einem Zeitpunkt
T0 am Anfangspunkt loslaufen und zu einem Zeitpunkt T groß N, warum T groß N? Ja, das große N sind die Diskretisierungsschritte, dann hier hinten ankommen. Ja? Also so. Und aber wir haben eben diese Zwischenzeiten T1, T2, T3, Punkt, 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 TN-2, TN-1 und schließlich TN ist dann aber schon die Ankunftszeit. Und wenn wir das so machen, dann male ich jetzt hier diese Hilfslinien ein. Wir tun jetzt also so, als würde das System, ja, jetzt habe ich das hier nicht besonders Equitempo. Ah, nee, die Punkte waren ja auch die Punkte. Aha, aha. Dot, dot, dot. Ja. Dann kommt der, der und der. Wir erlauben jetzt dem System bloß noch hier zu starten und dann taucht das System erst bei der nächsten Zeit wieder auf, sozusagen. Wir malen trotzdem eine Gerade zur Veranschauung, aber ich könnte hier loslaufen und dann irgendwann tschupp, hier sein. Zum nächsten Zeitpunkt bin ich hier. Und Sie sehen, das ist wie so ein Teil so eines Pfades, wo ich allerdings alle Zeitpunkte protokolliere. Aber diese Linie hier ist nur so zu unserer Illustration. Eigentlich springt es von dort nach dort. Und dann im nächsten Schritt ist es dann hier hinten. Und ich kann mir das wieder durch eine Gerade verbunden denken. Und im nächsten Schritt ist es aber vielleicht dann wieder hier. Und so weiter. Ja, die Kurve geht irgendwie weiter. Dann ist sie plötzlich hier. Und ja, das ist jetzt natürlich mit unserem Schirm und so weiter ein bisschen komisch. Also wenn da jetzt kein Schirm wäre, sondern ich einfach nur frage, es geht von hier nach hier das Teilchen ohne den Schirm, dann könnte es natürlich auch ohne weiteres von hier nach ganz da hinten springen, ja. Und aber schließlich am Zielpunkt ankommen. Sie sehen schon, das ist ein möglicher diskretisierter Weg. Und wenn ich jetzt natürlich dieses N sehr groß mache, bekomme ich natürlich diese Wege hier beliebig genau angenähert. Ja, ist kein Geheimnis. Wir sollten vielleicht hier noch irgendwie einführen einen temporalen Abstand Epsilon. Das ist der Zeitunterschied zwischen zwei so Zeitschritten, ist natürlich Tn minus T0 geteilt durch, naja, durch die Anzahl der Schritte dazwischen, richtig? 1, 2, n, ja genau, durch n. Deswegen fangen wir auch bei 0 an zu zählen, damit wir dann nicht n minus 1 schreiben müssen. Okay, so, jetzt haben wir natürlich hier diese Möglichkeiten und jetzt ist die Frage, was haben wir jetzt mit dieser Zeitdiskretisierung gewonnen? Scheinbar gar nicht so viel, denn wir können ja, wenn wir hier sind, da haben wir keine Möglichkeit, weil wir dort starten, aber wie viele Möglichkeiten habe ich, um im nächsten Schritt irgendwo zu sein? Naja, jede Möglichkeit, die auf dieser gesamten Achse hier liegt oder auf diesem Intervall, wenn man hier die Wände sich denkt, könnte ich eigentlich nur von hier nach hier liegen, aber da auf jedem Punkt, auf jeder reellen Zahl dieses Intervalls, richtig? Gibt jedes Mal einen anderen Weg, wo ich dahin springe. Aber ich habe in jedem Zeitschritt, also ich male mal die Wände ein, aber das ist... Na, sagen wir mal hier, also da stehen ja quasi die Wände, die stehen ja in der Zeit konstant rum. Ja. Gut, diesen Weg würde ich da nicht wollen, wenn ich diese Wand habe. Also machen wir den wieder weg. Aber das sind alles valide Überlegungen, mit Wand, ohne Wand. Ich will das nur gleich ein bisschen illustrieren, damit Sie da nicht verwirrt sind. Irgendwie so. Ja. Ich kann also hier dieses Intervall da angucken. Was ist denn das? Wie wollen wir denn das nennen? Wenn das da die X-Achse ist, dann wollen wir diesen Punkt auf der X-Achse, den wollen wir X0 nennen, denn da bin ich zum Zeitpunkt T0. Und diesen Punkt wollen wir Xn nennen. Jetzt sagen Sie, Moment, jetzt haben Sie ja doch eine Ortsdiskretisierung gemacht, wenn Sie X0, X1 bis Xn haben. Nein, 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 habe ich nicht gemacht. Ich habe nur gesagt, dort, wo das Teilchen zum Zeitpunkt Ti ist, den Ort nenne ich Xi. Aber x1 kann jeder dieser Werte, Entschuldigung, kann jeder dieser Werte in diesem Intervall sein. Richtig? Also unsere Wahl, und es geht uns ja um die Wahlmöglichkeiten, unsere Wahl besteht darin, dass x1, damit meine ich den Ort, wo das Teilchen zur Zeit x1 ist,
dieses x1, das darf ich wählen, woraus, naja, aus dem gesamten Intervall x0 bis xn. Ja, warum? Naja, weil bei x0 und xn stehen diese Wände, ja, und aber x1 darf irgendwo hier dazwischen liegen. Das ist ein ganzes Intervall, richtig? Intervall. Im nächsten Schritt, was ist denn meine Wahlmöglichkeit für den Ort zum Zeitpunkt t2? Das ist genau das Gleiche. Auch x2 darf zwischen den beiden Wänden liegen. Ja, und so weiter. Ja, also wie oft kann ich wählen? Ne? Also das heißt, die Anzahl der Wahlen, Anzahl der Möglichkeiten ist gleich dieses Intervall von linker Wand bis rechte Wand. Ich sollte lieber mal linke Wand bis rechte Wand schreiben. Das ist so ein bisschen missverständlich. Es sieht so aus, es wäre immer x zwischen x0 und xn. Wenn da keine Wand ist, habe ich ja gerade eben gezeigt, kann ja das xn-1 wesentlich größer sein als das xn, richtig? Also ich... Es ist zwar richtig, was hier steht für diesen Fall, aber ich schreibe hier, kann zwischen linker Wand und rechter Wand liegen. Zwischen linker Wand und rechter Wand. Und wenn es keine Wand gibt, wo kann es dann liegen? Ja, von minus unendlich bis plus unendlich, richtig? Ganz einfach. Die Anzahl der Möglichkeiten ist das gesamte Intervall, linke Wand bis rechte Wand. Wie viele Zahlen sind es? Ja, überabzählbar unendlich viele. Ja. Und dann kann ich aber dann noch hoch n minus 1 nehmen, denn ich kann zum Zeitpunkt 1 wählen, zum Zeitpunkt 2, 3, 3. Den letzten kann ich nicht wählen, weil ich den vorgegeben habe, also hoch n minus 1. Ich habe also überabzählbar unendlich hoch n minus 1 Möglichkeiten. Und n mache ich ja nachher, lasse ich auch noch gegen unendlich gehen, damit ich eine schöne, feine Diskretisierung habe. Gut, was haben wir durch so eine Abzählung gewonnen? Ja, gar nichts, ja. Das ist überabzählbar unendlich. Ja gut, alles ist über, für jeden Weg und für jede Situation wird das irgendwie überabzählbar unendlich sein. Das heißt, diese Anzahl der Möglichkeiten ist hier jetzt gerade gar nicht so interessant. Ich habe es aber gemacht, weil es für unsere Addition von Amplituden sehr wohl interessant ist. Und es geht jetzt wie folgt. Okay, also während die reine Zeitdiskretisierung, die reine Zeitdiskretisierung für das Abzählen der Anzahl der möglichen Wege in Klammern für gegebenes n ja, ich sage einfach mal ganz frech, nichts bringt. Und Gedankenstrich und eine zusätzliche Diskretisierung der Orte in groß M mögliche Orte die Situation verbessern würde, diese Abzählsituation, stört uns das hier nicht. Warum stört uns das nicht? Ja, wir wollen ja gar nicht zählen, wie viele Möglichkeiten es gibt, sondern wir wollen die Amplituden für jede der Möglichkeiten aufaddieren. Ja, ist eine ganz andere Aufgabe. Und da hilft es, die Gesamtamplitude, jetzt nenne ich sie erstmal mit einem Formelsymbol und dann sage ich, was die tun soll. Die Gesamtamplitude Phi, ne, wir haben gesagt, die Wahrscheinlichkeitsamplituden bezeichnen wir mit Phi. Und ja, die können wir jetzt Phi Gesamt nennen, aber ich sage einfach, ja, von mir aus auch Phi Gesamt, so hatten wir das letzte Mal genannt. Phi Gesamt. So, wofür ist das jetzt die Amplitude? Das ist die Amplitude von Punkt x0, vom räumlichen Punkt x0, also der Kanone, wenn wir jetzt nur in einer Richtung denken, zu gehen zum räumlichen Punkt xn, das also hier, was wäre jetzt in der Anschauung, wäre das die Kanone,
zum Punkt Xn wäre zum Beispiel Loch Nummer 1, ja, aber wie gesagt, mit den Löchern sind nur in einer Dimension, also das liegt dann so, ne? Bis zum Loch Nummer 1. Aber wir haben schon gesehen, ich kann jetzt nicht sagen, was ist die Amplitude dafür, sondern ich muss sagen, was ist die Amplitude dafür, dass das Teilchen von dort nach dort geht in der Zeit Tn-T0. Also diese Zeitdifferenz muss ich auch vorgeben. Diese Wahrscheinlichkeit will ich ausrechnen. Sie können ja im Moment, aber was ist denn mit der Wahrscheinlichkeit, dass es in der doppelten Zeit dort anlangt? Ja, kein Problem, ist halt Tn doppelt so groß oder zumindest die Differenz ist doppelt so groß, ja. Also wir unterscheiden bei der Berechnung von Amplituden, dröseln wir das auf, nicht nur von wo nach wo, sondern auch in welcher Zeit. Wie kriegen Sie daraus die Information von dort nach dort in beliebiger Zeit, wenn Sie die Zeit nicht messen? Ja, Sie nehmen das Integral über die Zeit, denn dann können Sie wieder alle Amplituden aufsummieren. Das sind ja dann interferierende Alternativen, dann addieren Sie die wieder auf über ein Integral, richtig? Also wenn ich die Zeit da angebe, dann ist das eine verfeinerte Information im Vergleich dazu, als würde ich die Laufzeit nicht angeben, richtig? Das ist die Idee. Also diese Gesamtamplitude, und das schreibe ich jetzt mal hier anschaulich hin, dafür, dass das Teilchen, ich schreibe mal in Klammern irgendwie, das bezieht sich natürlich auf die verschiedenen Möglichkeiten, dass das Teilchen im Zeitintervall Tn-T0 von x0 nach xn, und jetzt kommt wieder unser schön verschämtes gelangt. Gelangt, wir wollen gar nicht sagen wie, aber irgendwie kommt es dahin. Ja? Und das soll, wir wollen jetzt die Wahrscheinlichkeitsamplitude dafür bauen. Unter der Annahme, dass wir über den Weg zwischendrin nichts erfahren, dass wir keine Detektoren unterwegs aufgestellt haben, sodass es sich bei den verschiedenen Möglichkeiten, bei den verschiedenen Wegen dorthin zu gelangen, um interferierende Alternativen handelt. Und wenn es sich um interferierende Alternativen handelt, muss ich die alle aufsummieren. Aber wie tue ich das denn? Ich schreibe es erstmal hin und dann diskutieren wir es. Ich kann doch für das x1, das x2, das x3 doch jeden beliebigen Punkt wählen, richtig? x1 kann ich beliebig wählen in diesem Intervall. Und wenn ich es auf eine Art gewählt habe, dann muss ich aber dazu addieren, die andere Art des x1 zu wählen. Und die andere Art, und die andere Art, und die andere Art. Ich muss eine große Summe bilden über alle Möglichkeiten, den x1-Punkt zu wählen, richtig? Ich muss aber auch summieren darüber, auf alle möglichen Arten die x2-Punkt zu wählen, und zwar unabhängig davon, wie ich den x1-Punkt gewählt habe. Ja, ich kann sich das vorstellen wie so ein Rechenschieber so ein Rechenschieber mit so Perlen, ja, die gehen so und die sind irgendwie durch ein Gummiband verbunden. Und jetzt ist es aber sehr schwergängig, also Sie können das Gummiband ziehen und dann bleibt das Ding da. Sie können doch jetzt jede einzelne Perle einstellen, wo Sie wollen, und dann ergibt sich ein Weg. Und Sie können aber auch nur die eine Perle verschieben, dann ergibt sich ein anderer Weg, wobei der Restweg gleich bleibt. Ja, und wir wollen alle diese Möglichkeiten wollen wir haben. Und wenn wir keine Experimente aufstellen, um zu sagen, wo ist denn die beim siebten Zeitschritt das Teilchen, dann müssen wir die einfach alle aufsummieren nach unserer Regel, interferierende Alternativen. Ja, und das ist dann doch nichts anderes, als zu sagen, wir nehmen das Integral, nämlich die Summe über alle Möglichkeiten, wie x1 gewählt werden kann. Das heißt, wir müssen x1 integrieren von linker Wand bis rechter Wand. Also von 0 bis 7 Zentimeter oder so, ja? Aber unabhängig davon müssen wir x2 integrieren, dx2 von linker Wand bis rechter Wand. Naja, und so weiter. Wir müssen auch letztlich das dxn-1 integrieren von linker Wand bis rechter Wand. Das xn wieder nicht, denn das xn ist ja gefixt. Wir haben ja gesagt, von dort nach dort. Wir können nur die Perlen zwischendrin verschieben, nicht die an den Endpunkten, weil das die Idee unserer Amplitude ist. Ich muss schon dann bei xn hier ankommen, also habe ich keine Wahlfreiheit mehr. Wir haben dieses Objekt hier stehen.
Und ja, aber was müssen wir denn jetzt machen? Das heißt, wir summieren über alle Amplituden für die einzelnen Wege. Das heißt, die Gesamtamplitude, die ignoriert, welcher Weg es ist, muss das Integral wegen der großen Summe, und jetzt sehen Sie, hätten wir den Ort diskretisiert, stünden hier keine Integrale, sondern Summen. Das wäre aber ungeschickt, denn Integrale können wir viel besser ausrechnen als Summen. Ja? Also es hätte gar nichts gebracht, den Ort zu diskretisieren. Wir müssen es so machen, und das ist alles Integral, Integral, Integral. Eigentlich sollte ich ja schreiben als Integral, 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 und dann dx1, dx2, dx bis dxn minus 1. Ich habe es jetzt mal so geschrieben. Und dann steht hier eine Amplitude, aber natürlich nicht die Gesamtamplitude, die wollen wir ja gerade ausrechnen, sondern hier steht jetzt etwas, was wir eine Elementaramplitude nennen wollen. Das ist nämlich die Amplitude, die wir einem einzelnen Weg, denn ein einzelner Weg entspricht exakt einer Möglichkeit, richtig? Diesem Weg wollen wir eine Amplitude zuordnen. Und weil wir jetzt aber diskretisiert haben, ist der Weg dadurch beschrieben, dass ich die x0 bis xn kenne. Also wenn ich weiß, ich habe da diese Diskretisierung auf Niveau n, also diese Elementaramplitude wird davon abhängen, ich schreibe mal hier in Klammern n, das ist nicht hoch n, sondern das ist die für n Diskretisierungsschritte in der Zeit. Brauche ich hier n plus 1 Zahlen, nämlich die Positionen der einzelnen Kugeln. Und dann kann ich daraus einen Weg bauen, zum Beispiel indem ich damit Geraden verbinde. Ein bisschen beliebig mit den Geraden, würden Sie vielleicht sagen, aber machen wir mal. Sage ich nachher noch was dazu. Und dann habe ich einen Weg, und diesen Weg, zum Beispiel dem, der da oben eingemalt ist, dem möchte ich nachher, und das verrate ich Ihnen immer noch nicht, aber gegen Ende der heutigen Vorlesung verrate ich es Ihnen, dieser Elementaramplitude möchte ich auf ganz geschickte Weise eine bestimmte komplexe Zahl zuordnen. Aber was ich Ihnen hier jetzt erst zeigen möchte, ist, wenn ich das für jeden einzelnen Weg kann, und Sie sehen, da ist ein einzelner Weg, und da hat die klassische Mechanik was dazu zu sagen, zum einzelnen Weg. Das ist der Trick, ja. Dann kann ich aber das, was mich wirklich interessiert, nämlich was ist die Amplitude für das Teilchen von x0 bis xn zu laufen in dieser und jenen Zeit, dass Sie also genau nach der Zeit tn minus t0 auf Ihren Detektor gucken, ob er gerade dann klickt. Ja. Das muss so ausgerechnet werden, weil wir keine Messung angenommen haben, weil wir gesagt haben, es handelt sich hier um interferierende Alternativwege. Alternativwege. Und jetzt ist nur noch ein Element fehlt uns noch, nämlich wir wollen ja das nicht für eine bestimmte Diskretisierungszahl, also n machen, sondern wir wollen ja dieses n gegen unendlich gehen lassen, richtig? Wir wollen ja immer feiner diskretisieren. Das heißt, wir wollen, das ist jetzt hier informell, wir wollen hier, naja, was ist informell? Wir wollen den Limes für n gegen unendlich bilden. Das heißt, in jedem nächsten Schritt kommt hier ein Integral dazu. Ist halt so, ja. Haben halt eine lauter Folgenglieder. Und dieses Objekt muss dann konvergieren. Ja, das tut es aber im Allgemeinen nicht. Und warum tut es das nicht? Ja, genauso wenig, wie Sie beim Riemann-Integral eine Kurve nehmen können von A nach B, und da jetzt einfach Unterteilung machen können und einfach die Funktionswerte an den Ecken aufsummieren. Sie müssen die Funktionswerte aufsummieren, aber immer gewichtet mit der Intervallbreite. Wenn Sie n größer werden lassen, geht die Intervallbreite runter, richtig? Also in der Schule würde man sagen, das ist das dx im Integral, ist das kleine Stückchen rüber, mal dem anderen gibt er natürlich da das Rechteck. Aber wenn Sie nur die Funktionswerte an den diskreten Stellen nehmen würden, fehlt Ihnen die Information über die Breite des Rechtecks. Und wenn Sie mehr Funktionswerte nehmen, wird ja die Zahl immer, also mal eine positive Funktion, würde die Zahl immer größer werden, die Sie da ausrechnen. Das kann es nicht sein. Aber gleichzeitig wird es ja multipliziert mit der immer kleiner werdenden Intervallbreite, richtig? Und dieses Multiplizieren mit der immer kleiner werdenden Intervallbreite ist natürlich ein Normierungsfaktor, den Sie bekommen. Und das heißt, für jedes weil dieser Normierungsfaktor, der wird sich mit Sicherheit mit dem n, wird der sich ändern. Und den müssen wir uns hier noch reinpacken, aber den denken wir hier drin schon, deswegen habe ich hier ein n rangeschrieben. Dieses n sagt uns unter anderem, wenn das n größer wird, müssen wir irgendwie rausfinden, im Riemann-Integral wäre es die Intervallbreite, wie
diese Zahl modifiziert werden muss, also das ist quasi das Rechteck im Riemann-Integral, ja, wie dieses Rechteck abhängt von der Diskretisierungsfeinheit. Okay? Das werden wir noch tun müssen. Das heißt, hier in dieser Tatsache, dass hier noch das N drin steckt, da ist diese Schweinerei begraben bzw. versteckt, dass wir hier beim Grenzwert nehmen, da quasi diese Korrektur durchführen müssen. Also wirklich genau wie beim Riemann-Integral. Okay? Also das ist zu erwarten. Wir können nicht erwarten, dass wir was diskret ausrechnen für n und dann lassen wir einfach n gegen unendlich gehen und dann konvergiert das ganze Ding. Wieso sollte es das tun? Macht das Integral auch nicht. Ja? Okay, das ist dann das. So, und dieses Objekt hier ist schon fast das gesamte Pfadintegral. Ich habe Ihnen bloß noch nicht gesagt, wie diese Amplitude hier gegeben ist. So. Noch eine Bemerkung, wenn Sie in der Dimension hochgehen, und jetzt mache ich was ich in der Mechanik nie tun würde, und hier darf ich es eigentlich auch nicht tun, nee, ich mache es auch nicht, also man ist versucht, da so einen Vektorpfeil drüber zu schreiben, sagen, von dem Anfangsort zum Endort, und das ist ein Vektor, ich mache irgendwie keinen Vektor, ich mache irgendwie nur ein Bar drüber, der Bar soll heißen, es gibt, dieses Ding hat verschiedene Komponenten. Es gibt ein x01, x02, x03, sind die verschiedenen Komponenten in höheren Dimensionen. Ich habe das jetzt nur in einer Dimension hingeschrieben. Ja. Also wenn Sie jetzt hier irgendwie x-bar nehmen, x-bar mit irgendeinem Index i, das soll ein Tupel sein, das heißt xi die erste Komponente bis xi die groß-dete Komponente. Und dieses große d ist die Dimension des Raumes, nicht der Raumzeit, sondern des Raumes. Nun ist klar, ich meine, wenn Sie jetzt nicht nur auf der einen Achse laufen wollen, müssen Sie halt für die Punkte, müssen Sie halt irgendwelche Tupel vorgeben. Ja, also in der Mechanik, wer die Mechanik letztes Semester gehört hat, das wäre in einer Karte, würden Sie die Tupel, da die Koordinaten vorgeben und so, interessiert uns ja alles nicht, ja, würden Sie diese Tupel da hinschreiben und hier unten würden Sie natürlich als Integralmaß nicht einfach über x1, ist ja keine Zahl mehr, sondern Tupel, würden Sie über d hoch dx1, d hoch dx2, heißt einfach nur, Sie schreiben immer ein dx11, dx12, dx1, dxd, ja, und so weiter. Das bedeutet, dass Sie kennen diese Formulierung aus d hoch 3x oder sowas. Ja, sind quasi über all diese Komponenten wird da integriert. Und genauso hängt dann natürlich die Amplitude ab von all den Zwischenpunkten, zum Beispiel in unserem Doppelspalt, im echten Doppelspalt, das heißt ja auf eine Dimension reduziert, wäre das zum Beispiel zweikomponentig, also da in unserem experimentellen Aufbau von ganz am Anfang. Ja? Also die Formel, die funktioniert ganz genauso, ist einfach, um da Bilder zu malen, ein bisschen geschickter, das so zu machen, können Sie sich da überlegen. Okay, ich würde vorschlagen, wir machen jetzt doch an dieser Stelle bis um 5:05 Pause und dann geht es weiter mit den Elementaramplituden. Bitte, ja? Nein, heute gibt es keine Übung. Heute gibt es Übungen, beginnen nächste Woche. Wir sind noch nicht in den Tritt gekommen. Okay. So, wir fahren fort mit dem nächsten Abschnitt, nämlich der Berechnung der immer noch elusiven Elementaramplituden. Also das sind diese Phi-Wegs. Die bis jetzt noch offen geblieben sind, mit denen beschäftigen wir uns. So, in den bisherigen Erwägungen mit Amplituden und wie man sie kombiniert und so weiter, da ist doch erstaunlicherweise eines völlig außer Acht geblieben, nämlich solche Details wie, welche Masse hat eigentlich dieses Teilchen? Oder welche Ladung hat dieses Teilchen? Solche Fragen, da haben wir noch überhaupt nicht von gesprochen. Das heißt, was wir bis jetzt gemacht haben, gilt irgendwie für alle Systeme. Aber es ist nicht plausibel, dass das alles war, dass es keine Rolle spielen soll, welche Masse ein Teilchen hat oder welche Ladung es hat. Warum ist es nicht plausibel? Nun, die Quantenmechanik soll ja eine genauere Theorie dessen sein, was passiert.
Aber insbesondere wissen wir, dass die Masse und das Massenladungsverhältnis etwa von Elektronen in einem Magnetfeld natürlich eine Rolle spielt für die Bewegung der Teilchen. Wenn wir das nämlich klassisch betrachten, dann gibt es ja zum Beispiel so einen Massenspektrograph oder sowas. Ja? Das heißt, es ist nicht plausibel, dass eine genauere Theorie der Natur, denn das Teilchen, das ich da in diesem Massenspektrometer sehe, das ist ja ein Quantenteilchen. Wir beschreiben es halt nur klassisch und es funktioniert auf dem Niveau. Aber schon da hängt es von der Masse ab. Es ist nicht plausibel, dass, wenn wir es jetzt noch genauer beschreiben, dass diese Eigenschaften, Masse, Ladung und so weiter, keine Rolle mehr spielen sollen. Aber irgendwo muss die jetzt in die Quantentheorie rein. Und das ist der Punkt. Bei der Elementaramplitude ist nun der Punkt gekommen, da können wir nicht mehr systemunabhängig, was man in der klassischen Mechanik die Lagrange-Funktion oder die Wirkung oder die Kraft oder so genannt, die je nach Formulierung, wir können jetzt nicht mehr unabhängig davon agieren. Also ich notiere das kurz, die bisherigen Erwägungen und Konstruktionen, sind völlig unabhängig vom konkreten Teilchen. Und damit meine ich zum Beispiel seine Masse, seine Ladung, ja, und so weiter. Vom konkreten Teilchen, Gedankenstrich und insbesondere einer, ich nenne es gleich mal Quantendynamik, was das ist, müssen wir noch irgendwie rausfinden, aber wir erwarten, insbesondere einer Quantendynamik, aber wir erwarten, dass es auch in der Quantenmechanik da ein Analogon geben muss, denn wie gesagt, ansonsten würde ja die feinere Theorie mit weniger Informationen arbeiten, das kann nicht sein. Die bisherigen Erwägungskonstruktionen sind völlig unabhängig von konkreten Teilchen, Masse, Ladung und insbesondere einer Quantendynamik dieser Teilchen. Ja. Und können daher nur das kinematische Rahmenwerk sein. Kinematik ist alles, bevor ich mich festlege auf konkrete Dynamik, der nur das kinematische Rahmenwerk, man sollte natürlich auch sagen, Teil des kinematischen Rahmenwerks sein, der Quantentheorie sein, der Quantenmechanik sein. Also alles, dieser Satz soll positiv ausgedrückt heißen, alles, was wir bis jetzt getan haben, gilt für jedes System. Ja, in der einen oder anderen abgeänderten Form. Ja, wenn Sie jetzt Systeme haben, wie zum Beispiel dieses zusammengequetschte System, das ich heute am Anfang hingemalt habe, wo Sie gar keine Wege mehr zwischendrin haben, sondern nur noch den Doppelspalt, dann brauchen Sie wirklich nur noch über zwei Möglichkeiten zu summieren. Oder Sie haben irgendein ganz neues Gerät erfunden, wo aus irgendwelchen Gründen es nur 7 Möglichkeiten gibt, was das System tun kann. Dann machen Sie natürlich keine Integrale über Orte und so weiter, sondern haben Sie es mit den 7 Möglichkeiten geschafft. Das ist dann so, wie wir das beim letzten Mal gemacht haben. Aber im Labor, in dem, was wir üblicherweise aufbauen, gibt es immer diese Bereiche, wie zwischen den Wänden im Doppelspaltexperiment, in denen wirklich alle möglichen Wege möglich sind. Und deswegen ist dieses Pfadintegral in dieser Form auch so zentral. Und quasi fast alles, was man in einer einführenden Quantenmechanik macht, beschäftigt sich auch am ehesten mit diesen Systemen, wo halt das Teilchen erstmal viel Raum hat, vieles zu tun und nicht nur 5 Möglichkeiten. Okay? Aber vom Konzept her, diese Summation der Amplituden, das haben Sie jetzt alles in der Tasche. Ja? Und das muss man halt manchmal so anwenden. Aber keine Angst, das müssen Sie sich jedes Mal selbst erfinden. Wir haben das mit dem Pfadintegral jetzt schon sehr, sehr weit gebracht. Wie gesagt, es ist unplausibel, dass das alles gewesen sein soll. Ich habe es gerade vorweggenommen. Das, was man in der klassischen Mechanik in der Dynamik kodiert. Was hat Masse und Ladung mit Dynamik zu tun? Das sind doch eigentlich die Teilcheneigenschaften. Naja,
wenn Sie die Lagrange-Funktion aufschreiben, zum Beispiel für ein massives Teilchen oder die Wirkung für ein massives Teilchen gekoppelt an irgendwas, ein elektromagnetisches Eichpotenzial oder so, da steht vorne die Masse, m halbe mal v Quadrat sozusagen oder x Punkt Quadrat, und hinten stehen dann die Kopplungsterme, ja, x Punkt a, also x Punkt Vektor a Vektor mit der Ladung davor und so. Also diese Größen, Systemgrößen, die gehen in die Dynamik ein, diese Teilchengrößen, die Ladungen und Masse des Teilchens. Okay? Also das hat mit der Dynamik zu tun und dort kommt es auf jeden Fall vor. Und jetzt plötzlich springe ich zur klassischen Mechanik. Sie werden gleich sehen, warum. In der klassischen Mechanik ist die Dynamik elegant kodiert in einem Wirkungsfunktional. Ja. Und was war denn ein solches Wirkungsfunktional? Ein solches Wirkungsfunktional war ein Objekt S. Und was war das für eine Abbildung? Was hat ein Wirkungsfunktional? Was frisst das? Das Wirkungsfunktional frisst einen Pfad von A nach B, eine Bahnkurve, und spuckt aus. Also es nimmt ein Element aus der Menge aller Pfade und spuckt aus eine reelle Zahl. Das ist das, was ein Wirkungsfunktional tut. Und wie tut es das? Naja, es nimmt so einen Pfad, den nennen wir mal x, das ist aber kein einzelner Ort, sondern ein ganzer Pfad. Ja? Ich kann es auch Gamma nennen, das ist eine ganze Kurve. Also Gamma selbst, sagen Sie zu jedem Zeitpunkt, wo Sie gerade sind. Dann machen wir jetzt mal hier Trivialphysik, im R hoch D oder im R hoch 3, irgendwo im Raum sind Sie. Ja? Und das soll eine glatte Kurve sein. Also Sie nehmen so einen Pfad von A nach B, ja? Also von Zeit TA nach TB, ja, und Sie nehmen diesen Pfad von Gamma von TA nach Gamma von TB und Sie ordnen ihm zu eine Zahl, aber diese Zahl hängt vom gesamten Kurvenverlauf ab. Und diese Zahl ist, jetzt gebe ich Ihnen einfach ein Beispiel, Sie kennen andere Beispiele, Beispiel für ein Punktteilchen der Masse M. Punktteilchen Masse M, keine Ladung. Gut, wenn das Teilchen keine Ladung hat, dann kann es auch nichts spüren, dann kann es an nichts anderes koppeln. Das haben wir es zumindest in der Mechanik im letzten Semester geschrieben gehabt. Dann nehmen Sie das Integral dt über ta bis tb und dann haben Sie m halbe mal, ja, und jetzt kommt es darauf an, welcher Religion Sie angehören. Also wenn das Gamma hier wirklich im R hoch 3 landet und eine Funktion von der reellen Zeit ist, dann können Sie natürlich die ite Komponente nehmen, das Ding nach der Zeit ableiten, zur Zeitpunkt t auswerten und eine Summe machen über die Komponenten i gleich 1 bis 3. Und das Ganze können Sie nochmal hinschreiben, Gamma-Punkt nochmal i von t. Und dann ist das das, was üblicherweise V-Quadrat heißt. Man kann da auch x-Punkt-Vektor-Quadrat schreiben. Aber das mag ich nicht. Okay, also das ist auf jeden Fall das 1/2 mv². Und Sie sehen, man wirft eine ganze Bahnkurve rein. In der Tat, ich muss auch wissen, wie das, was ich da reingeworfen habe, an jeder Stelle abgeleitet aussieht. Da kann ich nicht einfach nur die Punkte wissen, muss ich schon wissen, wie die sich mit der Zeit ändern. Das ist die Wirkung. Ja, es kodiert in einem Wirkungsfunktional. Und die tatsächliche klassische Bahnkurve, wie kriege ich die dann raus? Man minimiert das Wirkungsfunktional. Genau. Man minimiert es, genauer gesagt, man stationarisiert es. Also man schaut sich die Variation dieses Funktionals an. Kennen Sie das alle, die Variation eines Wirkungsfunktionals? Wer kennt es? Okay, zaghafte. Okay, das müssen Sie sich anschauen. Wenn Sie den vollen Rant wollen, können Sie sich ein Video vom letzten Semester anschauen. Sie können sich aber auch den Fließbach angucken oder jedes andere klassische Mechanikbuch. Da ist es erklärt, wie das mit den Wirkungen
funktioniert. Die Idee ist, Sie geben diese Struktur hier vor und dann führen Sie einen Prozess durch, der nennt sich Variation. Und Sie finden dann die Kurven heraus, die stationär sind. Und diese Kurven, die stationär sind, das, und das sagt dann das Postulat, das sind die klassischen Bahnkurven. Ja, also die Kurve und der Pfad, ne, die Kurve, die ein klassisches Teilchen, ein klassisches Teilchen mit der durch S spezifizierten Dynamik der ein klassisches Teilchen mit der durch S spezifizierten Dynamik folgt, ist, ja, man könnte sagen, per Variationsprinzip, aber das mag ich nicht, denn es ist nicht das Prinzip, das wir fordern müssen, sondern wir wollen das einfach durch Variation erreichen. Wir haben das S so gewählt gehabt, dass, wenn wir Variation betreiben, die stationären Punkte, die klassischen Bahnkurven sind, folgt, ist ein stationärer Punkt oder ist diejenige, die stationär für die, Entschuldigung, ist diejenige, für die S stationär ist. Was heißt das? Erinnerung. Eine Kurve Gamma vom R in den, von mir aus R3, heißt stationär. Ach so, für die S stationär ist. Dann darf ich nicht sagen, heißt stationär, sondern ich sage, eine Kurve Gamma macht S stationär per Definition, falls für jede Deformation der Kurve, für jede Deformation, ja, wie soll die aussehen? Die Deformation ist eine Kurve Gamma plus ein Epsilon mal eine Kurve Delta, wobei Delta selbst eine Kurve ist, aber nicht irgendeine Kurve, sondern mit Delta von TA gleich Delta von TB gleich 0, also eine Kurve, die am Anfang zum Anfangs- und Endzeitpunkt verschwindet. Und Epsilon ist einfach eine reell positive Zahl. Also die Idee hier ist, wenn die Kurve Gamma irgendeine Kurve ist im Raum, die Kurve Gamma, die fängt hier am Punkt Gamma von TA an und hört am Punkt Gamma von TB auf, dann will ich jetzt für irgendein Epsilon, sagen wir mal ein kleines Epsilon, oder nehmen wir erstmal ohne Epsilon, einfach ein Delta. Delta ist eine Kurve, die 0 ist in diesem R hoch 3, am Anfangs- und Endzeitpunkt. Aber wenn ich die da drauf addiere, heißt es, am Anfangs- und am Endzeitpunkt stimmt die Summe der beiden Kurven, das da wäre dann jetzt also schon Gamma plus Delta, stimmt die Summe der beiden Kurven überein. Und wenn ich jetzt natürlich hier noch ein kleines Epsilon davor schreibe, dann ist das die Kurve Gamma plus Epsilon Delta, wenn das Epsilon klein ist. Sehen Sie, wenn ich das Epsilon klein mache, dann wird die gelbe Kurve zwar verändert durch das Delta, aber für hinreichend kleines Epsilon hinreichend wenig. Also das wäre eine Deformation und die Kontrolle der Deformation liegt auch in diesem Parameter Epsilon. Eine Kurve Gamma macht S stationär per Definition, falls für jede Deformation Gamma plus Epsilon Delta sich die Wirkung in erster Ordnung in Epsilon, in erster Ordnung
in Epsilon nicht ändert. Also falls die Wirkung von Gamma plus Epsilon Delta im Vergleich zur Wirkung nur von Gamma von der Ordnung Epsilon Quadrat ist, also keine nullten und ersten Ordnungsterme in Epsilon enthält. Okay. Und diese Bedingung, die ist äquivalent den sogenannten Euler-Lagrange-Gleichungen. Euler-Lagrange-Gleichungen für was? Für den Integranden dieses Integrals da oben. Denn der Integrand da oben, m halbe Summe, Gamma Punkt, ist die Lagrange-Funktion, die zu diesem zu dieser Wirkung gehört. Also dieser Integrand als Lagrange-Funktion, wenn Sie da die Euler-Lagrange-Gleichungen ausrechnen, dann kriegen Sie die Bedingungen an eine Kurve Gamma dafür, dass sie die klassische Bahnkurve ist. Und hier haben wir das jetzt durch das Wirkungsprinzip ausgedrückt. Und wenn ich das da oben so ansetze, dann könnte ich noch einen Potentialterm dazu schreiben in die Lagrange-Funktion minus V von X oder V von Gamma in dem Fall. Und dann bekäme ich die Euler-Lagrange-Gleichung und die wären aber wiederum einfach die Newton-Gleichung, wobei die Kraft durch den Gradienten minus den Gradienten eines Potentials gegeben ist. Das ist alles das Gleiche. Das sind halt die verschiedenen Stufen dieser Formulierung. Und in der klassischen Mechanik haben Sie sich vielleicht gefragt, naja, warum brauchen wir überhaupt diese Wirkung? Und das beste Argument, das man Ihnen geben kann, ja, ich glaube schon, oder eins der besten Argumente, zumindest mal für die Anwendung, und das Ihnen letztes Semester gegeben wurde, ist, ach, die Wirkung ist so praktisch, denn wenn Sie jetzt zusammengesetzte Systeme haben, viele Teilchen, können Sie einfach die Wirkungen addieren und dann erst wieder variieren und dann kriegen Sie die Bewegungsgleichung für das Gesamtsystem raus. Das ist eigentlich eine tolle Eigenschaft, ja, zum Beispiel beim Doppelpendel oder so, oder beim N-Fach-Pendel, wenn Sie versuchen, das irgendwie durch Newtonsches Kraftgesetz zu modellieren. Das ist sehr aufwendig technisch, aber die Wirkung, die können Sie einfach quasi addieren. Gut, Sie müssen gucken, wie das genau geht. Und in der klassischen Mechanik war die Wirkung so eine Art ästhetische Sache. Ja, ganz hübsch, das so zu machen. Aber eigentlich ist das doch mit Kanonen auf Spatzen geschossen, denn Sie brauchen ein ganzes Funktional. Sie müssen also auch wissen, wenn Sie eine also wenn Sie mal ein klassisches System nehmen, das irgendwie diesen Weg tatsächlich macht, was ich beim Steinwurf oder so, ja, macht das klassische System diesen Parabelweg. So, Sie kriegen den raus als die Kurve, die dieses Ding da oben, wenn Sie noch ein homogenes Gravitationspotential dazu schreiben, die diesen Weg hier stationär, die das Wirkungsfunktional dann stationär macht. Aber das Wirkungsfunktional enthält auch Informationen, nämlich eine Zahl, kann ich raussehen, über diesen verrückten Weg. Als würde der Stein irgendwie das machen, tut er natürlich nicht, weil das ist keine stationäre Kurve dieses Wirkungsfunktionals. Also hier, wie gesagt, wenn ich sowas will, muss ich natürlich noch einen homogenen Gravitationspotentialterm dabei machen. Aber das da ist keine stationäre Kurve des Systems. Aber das Wirkungsfunktional sagt Ihnen 27. Ja, diesem Weg wird die 27 zugeordnet. Diesem Weg hier wird die 8 zugeordnet übrigens, dem wahren Weg. Einem Weg, der ganz, 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 ganz nah an der 8 liegt, dem wird eigentlich auch irgendwie die 8 zugeordnet. Ja, nicht ganz, 8 plus in Ordnung Epsilon Quadrat abweichend. Aber nur weil die ganz nahe liegen, erst in Ordnung Epsilon Quadrat abweichen, das gerade klassifiziert diesen ursprünglichen Weg als den stationären. Also oben ist es 27, ja. Und was Sie auch immer hier noch irgendwie alles einbauen wollen, ja. Das da ist 42. Okay. So, das heißt, beim Wirkungsfunktional, und wann haben Sie jemals in der klassischen Mechanik diese 8 ausgerechnet? Für einen anderen Weg ist das natürlich eine 7, ja. Wann haben Sie die je ausgerechnet? Nie. Die brauchen Sie gar nicht. Es interessiert Sie überhaupt nicht der absolute Wert des Funktionals. Es interessiert Sie nur, wo sind die Kurven, die ich ein bisschen ändern kann. Und das Funktional ändert sich in erster Ordnung dieses Kontrollparameters Epsilon nicht.
Das sind die richtigen Kurven. Also ein bisschen wollen Sie wissen, wie das funktional aussieht. Aber das ist doch total verrückt. Sie geben vor, ein Funktional, das Ihnen für Objekte eine Zahl ausspuckt, die Sie niemals brauchen in der klassischen Mechanik, die gar keine Bedeutung haben. Das ist ungefähr so, als wenn ich Ihnen sage, ich bin x Quadrat plus 39 Jahre alt. Entschuldigung, ich bin das Minimum von x Quadrat oder der stationäre Punkt von x Quadrat plus 39 Jahre. Okay, ich bin 39, ja, x Quadrat, ja, ich bin aber auch Minimum von x hoch 4 plus 39 oder x hoch 28 plus 39 und viele andere Funktionen bin ich das Minimum alt, nämlich all die, wo das Minimum bei, Sie wissen schon, ja, so. Es ist irgendwie bescheuert und unnötig oder völlig redundant zumindest, auf die Art und Weise zu sagen, was die klassische Kurve ist. Ja, das habe ich Ihnen in der Mechanik natürlich verschwiegen, dass es aber witzig ist. So viel Information im Wirkungsfunktional für so wenig Nutzen. Ich meine, es nutzt und es funktioniert, das ist alles ganz hübsch. Die klassische Mechanik nutzt diese volle Information nicht. Aber Sie ahnen es ja bereits. Wir haben alle möglichen Wege. Wir haben ja so verrückte Wege hier. In der Quantenmechanik nehmen wir jetzt einfach im Pfadintegralformalismus die klassische Wirkung eines Teilchens, zum Beispiel eines massiven Teilchens hier. Genau die nehmen wir. Und was machen wir mit der? Die benutzen wir, um einen beliebigen Pfad, zum Beispiel dem hier, der ja in unseren Möglichkeiten vorkommt, richtig? Um einem beliebigen Pfad eine Zahl zuzuordnen, nämlich die Amplitude. Indem wir nämlich diesen verrückten Pfad, was auch immer er ist, wir müssen es ja für alle Pfade können, indem wir so einen verrückten Pfad nehmen, ihn als Pfad da oben einsetzen, Gamma gleich der Herzchenpfad, wir setzen ihn dort ein. Wir wissen, wir laufen im Zeitintervall von TA bis TB und wir rechnen einfach die rechte Seite aus, aber jetzt wird nicht variiert, sondern wir rechnen das funktional aus, das ist ja eine Zahl, die da rechts auf der rechten Seite steht, für die konkrete Kurve Gamma, die hier gegeben ist. Klar, das kann ich ausrechnen, richtig? Ich parametrisiere die Kurve, ich bilde die Ableitung, ich summiere das auf, ich bilde das Integral über T und gehe von TA bis TB, von 0 Sekunden bis 7 Sekunden. Und was kriege ich? 42. Und die Quantenmechanik nutzt diese Zahl 42. Phi gleich 42, nee, so einfach ist es nicht, aber Phi gleich E hoch I 42 geteilt durch H quer. H quer ist das Planck'sche Wirkungsquantum, das schreibe ich Ihnen jetzt hin. Also, Bemerkung. Klassische Mechanik nutzt nur sehr wenig der Information, die im Wirkungsfunktional kodiert ist. Ich muss es nicht nochmal notieren, Sie wissen es, es nutzt es nur, um die stationären Punkte, die stationären Kurven herauszufinden und das ist dann die klassische Bahnkurve. Postulat. Oder man könnte hier noch dazu schreiben, kodiert ist insbesondere interessiert der absolute Wert von S bezüglich des klassisch genommenen Pfades, vom Teilchen genommenen Pfades nicht. Und der absolute Wert von S
bezüglich eines fernab liegenden Pfades. Und mit fernab meine ich fernab von der klassischen, vom klassischen Lösungspfad, eines fernab liegenden Pfades schon überhaupt gar nicht. Also der absolute Wert des Pfades, der Wirkung des klassischen Pfades 8, interessiert nicht. Interessiert mich nur dann im Verhältnis zur Nachbarschaft, ja, ändert er sich nicht so stark und so. Aber die Wirkung eines Pfades, der da oben ein Herzchen schlägt und drei Pirouetten, das ist völlig irrelevant. Völlig irrelevant. Okay? In der Quantenmechanik hingegen kommt die volle Magie der Wirkung zum Zuge. So, und wir müssen jetzt eine komplexe Zahl bauen. Warum? Weil wir eine Amplitude. Wir wollen eine Amplitude für einen bestimmten Weg, egal wie er aussieht. Wir haben eine reelle Zahl, nämlich Wirkung von diesem Weg. Wie machen wir daraus eine komplexe Zahl? I mal die Wirkung. Okay, das ist keine richtige komplexe Zahl, sondern nur imaginär, ja. Gut, es gibt natürlich Argumente, die man jetzt anbringen kann und so weiter und so fort. Man kann wieder über Interferenz reden und blub, blub, blub. In Wirklichkeit ist es jetzt letztlich ein Postulat und man muss gucken, wie es funktioniert. Aber der Punkt ist natürlich, es funktioniert. Postulat. Für ein Teilchen. Mit klassischer Wirkung, aber man kann sich natürlich fragen, was ich damit jetzt meine, Wirkung ist Wirkung, ich schreibe aber klassischer Wirkung, damit Sie wissen, Sie dürfen diese Wirkung aus dem klassischen Mechanikbuch für das System entnehmen. Es gibt keine Quantenwirkung, keine klassische Wirkung, zumindest nicht auf dem Niveau, es gibt nur eine Wirkung, aber es ist die Wirkung, die Sie aus der klassischen Mechanik kennen. Für ein Teilchen mit Wirkung S, wie Sie sie aus der klassischen Mechanik kennen, ist die, und das ist jetzt einfach so ein Privatbegriff, Elementaramplitude. Die Elementaramplitude für einen bestimmten Weg. Bestimmten Weg, bestimmten Pfad, wie auch immer, für einen bestimmten Pfad, gegeben durch Phi, Weg, na, wir haben gesehen, den Weg, den schreiben wir als x0 bis xn, das hat aber schon mit einer Diskretisierung zu tun. Sie können natürlich jetzt Sie können da jetzt einfach einen richtigen Weg draus machen, indem Sie die einzelnen Punkte mit Geraden verbinden, so wie wir das gemacht haben. Phi Weg x0 bis xn ist gleich, und das ist hier das Postulat, man könnte auch sagen, es ist die Pfadintegralquantisierung, dieses Gleichheitszeichen. Pfadintegralquantisierung. Was ist eine Quantisierung? Eine Quantisierung ist die Fantasie, man könne die klassische Theorie nehmen und könne sie eindeutig verwandeln in eine Quantenversion. Das ist Quantisierung, Übergang von der klassischen Theorie zur Quantentheorie. Und es ist eine Fantasie, denn die Quantentheorie ist ja fundamentaler. Wenn Sie die tatsächlich aus der alten bauen könnten, dann könnten Sie auch mit der alten rechnen.
Aber tatsächlich ist es so, das ist eine der Methoden und wie jede Quantisierungsmethode hat sie so ihre Tücken. Aber das interessiert uns in unserem ersten Anblick nicht und eigentlich interessiert es uns fast in der gesamten Vorlesung nicht. Auf jeden Fall, jetzt gebe ich was vor und das ist die Quantisierungsmethode in diesem Formalismus. Wir werden nachher andere noch kennenlernen. Durch, ja wodurch denn nun? Durch Exponent, exp, ein kleines i, damit es schön oszilliert, Wirkung ausgewertet als Zahl, als reelle Zahl für den konkreten Weg, der gerne hier durch kleine Zwischenstücke gegeben sein mag. Aber nicht einfach so, sondern die Wirkung geteilt durch h quer. Klammer zu. Und jetzt endlich habe ich geliefert, wirklich hier auf die letzte Minute, habe ich geliefert, was ich Ihnen das letzte Mal versprochen habe, nämlich endlich sage ich Ihnen, wie man diese ganzen, wir haben bis jetzt nur gelernt, wie ich Amplituden zusammensetze, wenn ich schon welche habe. Aber jetzt endlich haben wir hier uns aus dem Sumpf gezogen. Das ist der Endpunkt, das Ding müssen Sie konkret ausrechnen. Und gucken Sie mal, auf der rechten Seite steht was, also h quer ist das Planck'sche Wirkungsquantum h, 6,62606575, irgend sowas, geteilt durch 2π, also dieser Querstrich ist geteilt durch 2π, ist halt so. Das hier ist wie im klassischen Mechanikbuch. Das heißt, die rechte Seite enthält nur klassische Mechanikobjekte, klar, abgesehen von der Naturkonstanten, und dann machen Sie hier eine Exponentialfunktion. Und auf der linken Seite haben Sie ein Objekt, von dem Sie wissen, wenn Sie es absolut betragsquadrieren oder mit anderen Objekten, wenn Sie andere interferierende Alternativen haben, es addieren können. Das ist ein Objekt, aus dem Sie die Vorhersagen, die Häufigkeitsmuster der Quantentheorie direkt ausrechnen können. Klassisch wird zu einem Objekt gemacht, das mein Quantenexperiment beschreibt. Und deswegen ist das eine Quantisierung. Klassisch rein, Quantenobjekt raus, in dem Fall diese Amplitude. Und das nächste Mal werden wir kurz darüber reden, warum, ich sage es vielleicht doch noch gerade letzte Minute, schauen Sie nochmal die Wirkung an, die inzwischen weg ist, die Wirkung des klassischen Punktteilchens mit Masse m, die war proportional zu m, richtig? Da steht der Faktor m, den könnte ich aus dem Integral rausziehen. Also wenn die Masse doppelt so groß ist, ist die Wirkung doppelt so groß, proportional zu m, richtig? Das heißt also, wenn Sie jetzt mal hier die Amplituden vergleichen, die Sie für verschiedene Massen bekommen, eines ansonsten freien Teilchens, dann wird je größer die Masse ist, weil, alles, weil das da eine Konstante ist, wird dieses e hoch i wird schneller oszillieren. Das ist ja Cosinus von dem plus i Sinus von dem, richtig? Das wird umso schneller oszillieren, je größer die Masse ist. Und wenn Sie jetzt irgendeinen Weg nehmen und Sie weichen ein bisschen von dem ab und die Masse ist sehr, sehr groß, dann oszilliert das so doll, dass wenn Sie in die eine Richtung abweichen, kriegen Sie eine plus 1. Können Sie ganz wenig abweichen, kriegen Sie plus 1, in die andere Richtung kriegen Sie minus 1 oder plus 5 und minus 5. Und die werden aber addiert im Pfadintegral. Erinnern Sie sich, diese Wege, vier Wege werden alle summiert. Plus 1, minus 1, plus 1, minus 1. Das hebt sich alles gegeneinander weg. Außer wo? Außer am klassischen Pfad, wenn Sie da ein bisschen links und rechts gehen, da ändert sich ja die Wirkung gar nicht in erster Ordnung. Das heißt, Sie gehen nach links und rechts, aber Sie haben konstruktive Interferenz, ja? Weil die immer, weil die Phase gleich bleibt. Da hebt es sich nicht weg. Also, für Wirkungen mit Massen, die so viel größer, so groß sind, dass dieser Faktor hier sehr, sehr groß ist, also das Ding ganz schnell oszilliert, wenn ich die Wege ändere, in diesen klassischen Situationen für Steine, ein Kilogramm, pff, auch ein Quantenteilchen, kein Elementarteilchen, aber ein Quantenobjekt, nur da werden alle Amplituden für verrückte Wege werden sich sofort wegheben gegen leicht geänderte verrückte Wege. Nur die klassische Bahnkurve,
da wird sich nicht wegheben und deswegen fliegt ein 1 Kilogramm Quantenteilchen ziemlich genau so, wie es die klassische Mechanik sagt, wegen der Stationarität, weil es dann da nicht so arg oszilliert und sich weghebt. Während ganz, ganz leichte Teilchen, ein Elektron zum Beispiel, da tragen die Wege, die kleine Herzchen machen, die tragen plötzlich nicht trivial bei in der Gesamtsumme. Und dann kriegen Sie wunderschöne Interferenzmuster. Also Sie sehen an dieser Definition, in diesem von mir jetzt handwavingly argumentierten Mechanismus des klassischen Limits, ich habe auch nicht argumentiert, h quer geht gegen 0, das wäre ja auch eine Katastrophe, sondern die Systemgrößen, die Masse zum Beispiel, die wird groß. H quer kann nicht gegen 0 gehen, h quer ist eine Naturkonstante. Ja? Aber die Systemgröße, Masse, die wird groß und dann verstehe ich, warum große Massen das Klassische tun. Das Argument, das ich Ihnen jetzt gerade so gegeben habe, das kann man exakt machen. Und vielleicht packe ich das aufs Übungsblatt und ich mache es Ihnen an der Tafel exakt. Man sieht hier den klassischen Limes der Quantentheorie, kann man hier relativ gut sehen in dieser Formulierung. Aber insgesamt, das ist die Amplitude, damit werden wir ab jetzt rechnen. Das Einzige, was ich Ihnen noch nicht gesagt habe, es gibt hier einen Normierungsfaktor, da habe ich vorhin von gesprochen, den nennen wir A, und der hängt ab von Ihrer aktuellen Diskretisierungsfeinheit. Das ist wie beim Riemann-Integral, das kleine h, die Rechteckbreite. Hier ist es ein bisschen komplizierter. Und wie man den ausrechnet, das zeige ich Ihnen das nächste oder das übernächste Mal. Aber eigentlich steht die gesamte Quantenmechanik da. Und ab jetzt werden wir nur noch Dinge herleiten. Dankeschön.